Yo, willkommen zurück zu Trails of Mana. Was geht denn ab? Auf die verlassene Insel. Ja, runter da. Insel des Vergessens. Ich habe verlassene Insel gesagt. Das war falsch. Wir haben es geschafft, also gut, Leute. Es wird Zeit, das Portal zu öffnen. Danke für alles. Allein hätte ich nicht einmal den Versuch unternehmen können, das Portal zu öffnen. Während unserer Reise ist das Mana stetig schwächer geworden, aber ich glaube, mit der Kraft, die mir noch verbleibt, kann ich es trotzdem schaffen. Ich werde es versuchen. Elementare, leiht mir eure Stärke. Aha, jetzt zeige ich, was in mir steckt. Nur keine Angst, Schwester, du schaffst das schon, hörst du? Tu es! Aha, ich werde mich nicht zurückhalten. Wir werden nicht verlieren, dann mal los! Ich gebe dir all meine dunkle Kraft. Hey, los geht's! Und jetzt werden wir alles geben, was wir haben. Tut mir leid, aber mehr kann ich nicht tun. Ich hoffe nur, dass es hilft. Verflucht, so knapp. Na los, du kannst es schaffen. Gib jetzt nicht auf. Du schaffst das, Fee. Nur noch ein bisschen. Oh, du warst so kurz davor. Keine Angst. Nächstes Mal wirst du es bestimmt schaffen. Versuchst es nochmal? Danke, Leute. Das Mana ist schwächer, als ich erwartet hatte. Größer wird das Portal nicht mehr. Gut, ich versuche es nochmal. Bitte, Göttin des Mana, helft uns! Juhu, du hast es geschafft. Das ist das Heiligtum. Haha, ich hab mir nie gezweifelt, Fee. Nein, das war nicht ich. Das Portal hat sich von selbst geöffnet. Die Mana-Steine müssen aktiviert worden sein. Sie geben zu viel Energie ab. Und die hat sich mit den Kräften der anderen Elementare vereint und dieses riesige Portal am Himmel erzeugt. Und es ist zu weit oben, als dass wir es erreichen könnten. Wie bitte? Und was machen wir jetzt? Oh nein, Vorsicht!
Dieses Gelächter. Ah, dieses Gelächter kenne ich. Sie gehört diesem widerwärtigen Zauberer aus Altenia. Die werde ich nie vergessen. Oho, die verbotene Magie hat nicht gereicht, um die Mana-Steine zu aktivieren. Herzlichen Dank dafür, dass ihr genügend Mana-Energie freigesetzt habt. Jetzt wird Altenias fliegendes Schlachtschiff Gigantia das Heiligtum des Mana angreifen. Hier ein Geschenk. Mit besten Grüßen. Hihi, Eure Majestät, beste Männer untertan, die Zeit ist gekommen, das Heiligtum des Mana anzugreifen. Wenn ihr das Mana-Schwert erhaltet, wird die Welt der Menschen zitternd vor euch im Staub kriechen. Dann könnt ihr ein Utopia der Bestienmänner erschaffen. Klingt das angemessen, Eure pelzige Majestät? Verfolgt euren Plan weiter. Jawohl, also dann. Wachen, wir ziehen an die Front! Malochio, was gibt es? Sie haben das Portal zum Heiligtum geöffnet. Seid ihr bereit? Ihr vergesst, mit wem ihr sprecht. Von uns beiden seid ihr derjenige, der zu spät kommt. Nun, was gibt es Neues von seiner dunklen Majestät? Er hat den letzten Rest seiner Essenz verbraucht, um den Dunkelstein aus Mavolia auf diese Welt zu holen. Seine dunkle Majestät ist dabei umgekommen. Dann läuft alles nach Plan. Ich habe das Schiff vorbereitet, das uns durch das Portal und ins Heiligtum des Mana bringen wird. Legen wir ab. Sobald wir das Mana-Schwert haben, wird es uns ein leichtes sein, seine dunkle Majestät wieder zu erwecken. Mit seiner Macht können wir diese Welt in Mavolia verwandeln. Wir dürfen nicht versagen, sonst ist seine Majestät für immer verloren. Wacht auf, Leute! Oh, wie geht es euch? Wir müssen sie verfolgen. Aber das Portal zum Heiligtum oben am Himmel ist. Kommen wir nicht hin. Moment. Oh, die schützenden Schwingen. Die was? In den Bergen gibt es einen Ort namens Himmlischer Gipfel. Das schützende Schwingen genannte Wesen wacht sowohl über das Land als auch über den Himmel. Wir können es um Hilfe bitten. Perfekt. Beeilen wir uns.
Hui, das war aber jetzt ein bisschen viel Dialog, ne? Viel Sequenz und so. Aber ich finde das krass. Was, warte mal, was war? Da komme ich jetzt nicht hin, ne? Viel können wir jetzt auch nicht mehr machen, ne? Oh, hier ist noch eine Schatzkiste, sag mal. Wo denn? Habe ich noch gar nicht gesehen. Ja, 200, boah. Da ist die Kiste. Ha! Jawohl. Da müssen wir wieder den Bö rufen. Bö. Ich bin immer wieder cool. Juhu! Ah, hier sind wir jetzt. Ich weiß, wo wir sind. Oh, ist aber gar nicht mal die schönen Trompeten. Ich suche jetzt eigentlich nur einen Punkt zum Speichern. Konnte man in den Städten... Ja, klar, in den Städten, ne? Wenn wir jetzt eine Unterkunft suchen, können wir kosten... Noch nicht, ne? Noch nicht kostenlos übernachten. Schade. Aber wir müssen da mal anfangen. Nee, ich sammle weiter. Ich glaube, ich würde jetzt auch erst so alles auf 100% zocken, bevor ich dann auch weiter im Geschehen gehe. Aber ich werde euch natürlich mitnehmen. Dadurch, dass da aber jetzt so viel Sequenz ist und ich mir mal irgendwie einen Plan machen muss, wie ich das jetzt alles abgrase, machen wir auch hier schon mal einen Cut. Ist jetzt leider nicht ganz so lang geworden. Ich gucke aber nochmal ganz kurz. Wir haben jetzt auch hier nicht wirklich noch was, was wir machen könnten. Die Fähigkeiten würde ich halt wieder offscreen setzen, weil das so ein bisschen blöd ist. Ich würde sagen, an der Stelle war es das dann hier mit dem Part. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Part dabei. Haut drin. Bis dahin. Tschüss.